Und jetzt, Lukas, jetzt brauche ich ein Mikrofon. Denn jetzt mache ich mich auf eine Reise. Auf eine Reise durch das Stadion und ich schaue zu Plätzen, die noch nicht fertig sind, die wir beim Pre-Opening noch nicht benötigen. Aber dann spätestens nächste Woche. Bitte kommt mit und schaut euch das an. Das Spielfeld kennen mittlerweile alle. Die Tribünen sind auch bekannt. Aber zum Beispiel ist nicht bekannt, dass hier die größten Waschmaschinen Österreichs stehen. Es gehören die Trikots gewaschen, die Hosen gewaschen, die Stutzen gewaschen. Alles, was eben gereinigt gehört. Hier ein Herr, kommt zu mir mal. Erzähl mal ganz kurz, was ist das Besondere an so Waschmaschinen? Ja, das Besondere ist eben, damit man die Wäsche sauber bekommt. Aber das sind ja nicht normale Waschmaschinen. Wir haben daheim so eine kleine. Das sind natürlich Industriewaschmaschinen, sehr gute und optimal für euch. Ja, und hier im neuen Fanshop ein ziemlich verschwitzter Merchandising-Leiter, Clemens Bieber, hier bei mir. Clemens, viel Arbeit noch bis zum nächsten Mittwoch, aber es wird sich alles ausgehen. Was sagst du zum neuen Fanshop? Andi, du hast meinen wunderschönen Fanshop herbaut, das muss ich sagen. Er ist sensationell, sehr groß, riesengroß, viele Fächer. Viele Fächer. Man soll selber ein bisschen forschen, was sich da drinnen verbirgt. Man schaut hier, das alles, ja, das alles wird fertiggestellt von unseren Verantwortlichen im Rapideum. Aufwendig, viel Holz. Ich habe gesehen, da sind ein paar Lastwagen vorgefahren, gell? Ja, also wir haben da drei volle Sattelzug Material hergekriegt, ungefähr 14 Tonnen. Ja, und das in 2 Wochen verbaut. Das macht man jeden Tag. Auch die Geschäftsstelle ist komplett übersiedelt. Von unserem alten Standort auf der Kaislergasse jetzt hier rein in unser neues Stadion. Da stehen noch viele Kartons umher, aber es sind super schöne Büros geworden. Hier zum Beispiel aus unserem Clubservice. Gernot, herzlich willkommen. Wieso liegt dort die Hosen? Hätten wir wegräumen können, wenn wir kommen, gell? Aufwachen, Presse ist da. Grüße, sind wir im Termin? So, und jetzt störe ich unseren Geschäftsführer. Da sind jetzt viele Leute. Entschuldigung, die Störung. Ich bin gleich wieder weg, aber ich muss ganz kurz den Christoph um ein Statement bitten. Stehe ich gerade? Wir sind gerade mitten in einem gemeinsamen Präsentationstermin mit TÜV, die unseren Kids Corner als Naming Right Partner ausstatten. Und darauf sind wir sehr, sehr stolz und freut uns. Und ja, wir haben jetzt die finalen Gespräche und Fotos gehabt. So gesehen störst du eh nie. Ist schon unterschrieben? Ja. Dann störe ich nicht mehr. Der Blick hinter die Kulissen, da steht's drauf. Noch nicht fertig, muss ja noch nicht fertig sein. Fertig muss sie sein am 16. Wenn es gegen Chelsea geht, das ist unsere Kabine. Was ist noch nicht fertig? Da fehlt noch Rapid drinnen, aber das kommt. Da kommt noch ein wunderschönes Wappen, da kommt noch ein wunderschöner Schriftzug, mehr verrate ich nicht. Ja, und die Bänke in Blau-Rot gehalten, in unseren Gründerfarben. Und dann hängen die grünen Trikots unserer Burschen drinnen. Ganz kurzer Blick, länger geht's nicht. Und ganz schneller Schwenk, mehr zeigen wir im Moment noch nicht. Das war's. Und aus. So, und hier kommen sie dann raus. Die Spieler von Rapid und am 16. auch die Spieler von Chelsea. Auf das freue ich mich ganz besonders. Unsere Eröffnung am 16. Juli. Für alle, die Karten haben, wir freuen uns schon, dass ihr mit dabei seid. Es wird sicher ein ganz großes Fest.